Hey Leute, der Gryvain, willkommen zu einer neuen Runde von Angezockt. Ich zeige euch heute mal das Spiel Islanders, was mir freundlicherweise kostenlos zur Verfügung gestellt wurde von den Grizzly Games, von dem Entwickler bzw. dem Studio. Das Spiel ist relativ simpel und hat jetzt nicht unbedingt so viel Tiefe, aber es macht trotzdem irgendwie extrem viel Laune zu spielen, weil man halt versuchen muss, nachher später dann seinen Highscore zu überbieten. Ich zeige euch auch gleich warum. Und es ist, glaube ich, von einem Berliner Entwicklerstudio. Also wir unterstützen hier quasi so ein bisschen die deutsche Entwickler- oder Spieleentwickler-Riege, sage ich mal. Von daher will ich das unbedingt mal zeigen. Und wie gesagt, das macht echt Laune und sieht auch wirklich dementsprechend schön eigentlich, finde ich, aus. Also kann man nicht meckern, ist halt wirklich ganz einfach gemacht. Ich glaube, mit Unity, glaube ich, gemacht worden. Und der Sinn des Spiels besteht einfach nur darin, ich fange einfach mal neu an. Wir müssen auf einer Insel, wo der Platz, der Bauplatz relativ begrenzt ist, so viel wie möglich schaffen zu bauen. Oh, ist trotzdem noch mit Tutorial. Okay, machen wir das mal kurz mit. Dachte, ich hätte es ausgestellt. So, das ist quasi euer Interface. Mehr habt ihr in dem Spiel nicht wirklich zur Verfügung. Hier kann man schon sehen, wann die nächste Insel quasi freigeschaltet wird. Und hier drüben habt ihr eure Punkte. Und die Punktzahl müsst ihr immer erreichen, damit ihr quasi neue Bausteine, nenne ich es jetzt mal, bekommt. So, wir können sich jetzt aussuchen, will ich neue Bauoptionen. Ich nehme mal das Holzfäller-Pack. Das enthält einen Holzfäller und ein Sägewerk. Ganz simpel. So, dann kriegen wir hier quasi unsere Gebäude. Nehmen wir einmal den Holzfäller. Wichtig ist, wenn er hier drüber hovert, bekommt einen Bonus für jedes nahegelegte Sägewerk, Statue, Baum. Verliert jedoch Punkte, wenn ein anderer Holzfäller in der Reichweite ist. Und die Reichweite seht ihr hier mit diesem blauen, ja, mit der blauen Kugel. Wir wollen jetzt natürlich versuchen, so viel wie möglich Bäume mit reinzunehmen. Und ihr könnt hier sehen, die hier unten, ich versuche die mit reinzunehmen, aber setze mich so weit links wie möglich. Das heißt, weil ich habe ja noch einen zweiten Holzfäller. Wenn ich den jetzt hier nebensetzen würde, würde ich minus 6 Punkte kriegen. Packe ich den aber direkt auf die andere Seite hin. Und mal hier oben. Man kann die im Übrigen auch noch drehen, wenn man es unbedingt so haben will. Die große Zahl über den Gebäude zeigt ja, okay, wie viele Punkte genau. Das heißt, wenn ich den jetzt hier hin mache, sind die sich nicht in die Quere gekommen, benutzen aber beide den Bonus von den Bäumen. Und ich habe sogar schon so viele Punkte freigeschalten, dass ich gleich die nächste Bauoption frei habe. Ich kann aber noch das Sägewerk bauen. Und das bekommt halt einen Boni, wenn halt die Holzfäller in der Nähe sind. Jetzt versuche ich das mal hier noch so in die Mitte mit reinzumachen, ohne dass ich die Bäume kaputt mache, weil dann mache ich mir, glaube ich, die Punkte auch wieder kaputt. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir packen es hier rein. Jetzt sehen wir aber schon, das ist jetzt die erste Insel. Die ist jetzt nicht sonderlich groß. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen noch ein Holzfäller-Pack, müsste ich wahrscheinlich dann das andere nehmen. Wir nehmen mal Landwirtschaft. Weil ich habe erstens keine Bäume mehr und zweitens würden die sich alle quasi nur noch in die Quere kommen. Shit, ich kriege hier noch ein Sägewerk. Da hätte ich es mal doch weiter nach oben bauen sollen, ne? Das ist ja ärgerlich. Ja, und so seht ihr dann quasi, müsst ihr beim Bauen richtig gut überlegen, setze ich das jetzt wirklich dahin? Ich hätte es vielleicht doch mal weiter. Oh, ich komme echt nicht hin. Ich muss es eventuell gar nicht bauen. Wir machen mal hier die Windmühle hin. Machen wir sie mal hier hin. Und die Windmühle wäre gut, wenn wir in der Nähe diese Felder bauen. Das ist sogar noch mit drin. Hier haben wir sogar noch ein Feld. Ich glaube, ich probiere es mal. Kriege ich dann einen Punktabzug? Nee, okay. Man kann die dann quasi auch wieder wegbauen. Okay. So, wir haben zum Glück die Punkte erreicht. Uns fehlt sogar noch ein bisschen zum nächsten Level. Ein Städtepack. Bauen wir doch mal unsere erste Stadt. Das heißt, wir können hier erstmal so eine Art Stadtzentrum ist es. Ach, hier unten. Hier unten ist noch eine Statue. Die gibt auch Boni, wenn man da in der Nähe von baut. Das heißt, wir werden es mal hier hin. Mach
mache ich es? Nee, ich will ein bisschen Platz lassen. Ich mache es mal so hin. Und jetzt haben wir hier einmal eine Villa. Die gibt halt auch Bonuspunkte, wenn die in der Nähe von dem Ding hier ist. Danach müssen wir nachher versuchen, so Platz sparen wie möglich zu bauen. So, was haben wir hier noch? Ein Haus. Wir haben es sogar geschafft. Das Haus hat eine größere Reichweite. Das müssen wir uns mal merken. Jetzt haben wir hier nochmal zwei Felder bekommen. Ja, da geht es leider nicht hin. Oh, hier haben wir 9. Ja, mit dem Sägewerk, da werde ich echt nicht glücklich. Auch hier kriegen wir wenigstens noch 4 Punkte. Wegen der Statue hier unten. Na, immerhin. Was haben wir noch? Eine Brauerei und ein Schamane. Ich nehme mal die Brauerei. Aber ich glaube, ich kann die hier unten hinbauen. Ja, hier ist der natürlich in der Nähe von dem Statue, aber ich brauche Platz. Weil bei der müssen wir hier dieses Feld hier hinbauen. Dann haben wir noch eine Villa bekommen. Können auch hier drehen. Na hier, so ein bisschen auch wie Tetris, kann man sagen. Zumindest wird es nachher so weit gehen. Kriegen wir sogar 10 Punkte. So, ich glaube, wir haben... Ja, wir haben die nächste Insel theoretisch freigeschaltet. Wenn wir jetzt natürlich nach unserem... zum Highscore irgendwie wollen oder gut viel Punkte kriegen wollen, dann machen wir jetzt hier aber noch ein bisschen weiter. Das ist ganz gut. So, hier ist ein Fischer. Den muss man hier außerhalb bauen. Wenn wir den hier hinten bauen, dann hat er nicht das Stadtzentrum mit drin. Das heißt, ich baue ihn einmal hier hin. Ich habe nur momentan den einen. Und wenn ich einen zweiten nachher bekommen sollte, dann kann ich den hier hinten hinbauen und benutze auch nochmal die Boni. Jetzt machen wir mal das hier. Und dann haben wir noch ein paar Villen. Die sind ganz schön groß. Den ihr Radius ist aber nicht gerade... cool. Oh, hier können wir eins reinklatschen. Naja, das wird nicht passen. Ziehen wir das hier noch irgendwie rein? Na, ja, macht nur einen Punkt. Da muss man echt wirklich überlegen und man weiß halt nicht unbedingt immer, was man für Packs bekommt. Daher muss man da immer vorher so ein bisschen schon Rücksicht nehmen. Wir machen es mal so. Aber wenn man sich das jetzt mal so anguckt, das sieht eigentlich recht cool aus. Gucken wir mal, was wir nehmen können. Oh, ein Brunnen. Der Brunnen ist immer gut, wenn man den so in der Nähe von den ganzen Gebäuden machen würde. Und Fische haben wir auch mit beibekommen. Hier kriegen wir wieder unsere 14 Punkte. Dann haben wir hier einen Brunnen. Ach, schade. 24 Punkte gibt der. Wenn wir den anderen Brunnen nicht gerade in die Nähe machen, dann kriegen wir hier nochmal 28 Punkte. Mal locker das nächste Level erreicht. Haben wir hier nochmal so ein Feld. So, wie können wir denn den hier noch reinsetzen? Das wäre natürlich ideal hier, aber ne. Das hatten wir vorhin hier schon probiert. Jetzt wird es schon arg knapp hier. Wir bauen mal den Schamanen.
wie so ein Arzt, kann man sagen. Kriegen trotzdem noch ganz viele Gebäude, aber... Der kriegt hier Bonuspunkte von diesen Pflanzen hier. Man kann auch sagen, dass es vielleicht, wie so Heilpflanzen oder sowas ist. Hier oben kriegt er nur 10. Oh, hier war 18. Naja, warum nicht? Dann haben wir hier noch ein paar Häuser. Ah, shit. Ah, hier ist nicht mehr in der Nähe vom Stadtzentrum. Schade. Hier kann ich ihn auch nicht mehr hinmachen. Hätte ich den mal doch weiter außen gebaut. Dann bauen wir den jetzt mal ein hier. Trotzdem noch was freigeschaltet. Aber ich glaube, die nächsten Punkte werden hier doch ziemlich knapp. Na, so befüllt man das jetzt quasi. Ich würde mal trotzdem sagen, wir springen mal zur nächsten Insel. Wir gucken uns nochmal Park an. Wir kriegen noch einen Fischer. Kriegen wir nochmal 12 Punkte, aber der hier ist zu nah an anderen. Schade. Ich glaube, bei sowas müssten wir uns doch absichtlich mal mehr Platz lassen. Später mal. Aber das kriegt man halt innerhalb vom Spiel halt noch raus. Wie man irgendwas hätte bauen sollen, besser oder schlechter, je nachdem. Ein Holzfäller. Na, der wird nichts mehr verringen. Oh doch, hier unten. Aber es reicht nicht mehr. So, jetzt haben wir quasi keine Möglichkeit mehr, Punkte zu generieren. Und jetzt bleibt uns quasi nichts mehr anderes übrig, als zur nächsten Insel zu gehen. Das machen wir einfach mal. Ihr sagt ja auch, dass wir den Punktestand behalten, aber wir können nicht mehr zurück. Das heißt, das war jetzt quasi unsere maximale Punktenanzahl, die wir hätten kriegen können. Hätten wir natürlich ein bisschen klüger und besser gebaut, hätte es ganz anders ausgehen können. Ja, die Insel ist jetzt schon mal einen Ticken größer, würde ich sagen. Die sind auch immer so ein bisschen random generiert. Also das erste Mal, wo ich gespielt habe, hatte ich die auf jeden Fall so nicht. So... Holzfäller-Pack. Da müssten wir richtig viele Punkte kriegen hier. Guckt euch das an. So. Und wie gesagt, das Coole ist auch, man kann sich hier auch Zeit lassen beim Spielen. Man muss jetzt hier nicht unbedingt die schnellsten Baumöglichkeiten machen. Man guckt, wo es am besten passt. Theoretisch könnte ich ihn hier hin machen für 15. Dann habe ich aber nicht mehr die Möglichkeit, hier irgendwelche anderen so viel zu bauen. Deswegen versuche ich lieber mal es mit dem hier. Mache ich mal 12, dann ist er weit außen. Ich kann hier noch ein bisschen rüber gehen. Hier ist 11 möglich, dann gehen wir einfach mal hier hin. Aber immer noch so, dass ich mir sagen kann, oh okay, jetzt kann ich hier aber mittendrin noch das Sägewerk stellen. Und zwar diesmal ganz weit außen. Weil wir lernen ja aus unseren Fehlern mehr oder weniger. Das heißt, ich kann dann nachher vielleicht hier oben noch ein Sägewerk hinmachen, was auch die beiden Dinger hier mit drin hat. Brauerei oder Steinmetz? Beim Steinmetz kann man hier quasi auf die Gebirge raufstellen. Und wir kriegen sogar nochmal Holzfäller. Hier irgendwo war eine 14. Hier haben wir jetzt noch ein Sägewerk. Guckt euch das an. Wenn wir das hier reinpacken, nehmen wir quasi alle mit. Das war mitten im Stadtzentrum. Also ist ja noch kein Stadtzentrum, aber mitten hier bei dem
ging's, aber das ist nicht so schlimm. Und wir haben auf jeden Fall unsere nächste Stufe erreicht. Bei dem kann man eine Ziegelbrennerei, eine Statue, ein Lager gibt es noch, ein Turm, Markt, Stadtzentrum, Plateau, Tempel oder Stadtmauer. Was nicht so gut kommt, ist ein Schamane. Dann würde ich sagen, machen wir es erstmal hier rauf. Hier haben wir nochmal 9. Vielleicht können wir nachher noch hier einen rauf. Oh, hier können wir auch einen raufsetzen. Mal irgendwo ganz weit außerhalb. So, Stadtpack. Frage ist, wo wollen wir unsere Stadt hinbauen? Ich bin mal trotzdem hier mitten rein, würde ich sagen. Dann gucken wir, dass wir hier um den... Machen erstmal die Villa. Auf jeden Fall sehr viel Punkte gebracht. Nice. Wir haben sogar so viele Punkte. Oh, das war fast 3 neue Leute Sachen hier bauen können. Mach mal Landwirtschaft. Die mache ich mal hier hin. Was haben wir hier? Ein Schamane oder... Machen wir mal eine Brauerei. So, wir sehen schon, wir haben fast schon die Hälfte für die nächste Insel und wir haben noch super viele Sachen, die wir bauen können. Sogar nochmal ein neues Stadtzentrum. Damn. Das dürfen wir natürlich nicht so nah am alten machen. Aber wenn ich hier noch weiter nach oben baue... Obwohl ich hier noch ein paar Dings hinbauen würde... Ich glaube, ich mache es erstmal hier hin. Oder? Das ist echt der tricky Part. Aber hier ist natürlich am besten für so eine Landwirtschaft. Ich würde hier schon eher so die Mühle sehen, ganz ehrlich. Nah ran die Felder. Na komm, dann bauen wir hier noch ein Stadtzentrum hin. Und bauen dann hier die Felder noch, wenn möglich, drumherum. Die Brauerei. Ne, ist die. Macht die Punkte bei dem hier? Ne. Okay, na, wir machen mal die Brauerei hier drüben hin. Gibt jetzt so erstmal nicht so viel Punkte, aber... Mit den Feldern wächst es denn? Die Villa. Die Villa muss hier immer schön nah ran. Wieder doppelte Punkte. Sehr schön, sehr schön. Fischer ist gut, haben wir noch gar nicht. Und dann nehmen wir den Brunnen. Dadurch, dass wir jetzt 2 Stadtzentren haben, können wir die Brunnen sogar aufteilen. Ah ne, diesmal haben wir nur einen bekommen, nicht 2. Schade. Dann machen wir es hier schön in die Mitte. Das heißt, wenn wir hier noch Häuser drumherum bauen, wird es immer besser. Hier machen wir wieder den hin, so weit wirklich wie weg.
Wir haben jetzt noch ein paar Holzfäller, das ist doch gut. Hier hinten kriegen wir leider nur 8. Da haben wir 6, haben wir hier hinten noch einen. Noch so ein Hopfenfeld. Das machen wir mal hier mit hin. Und ich würde sagen, wir nehmen erstmal hier, weil wir da den Brunnen haben. So, wir haben auf jeden Fall unsere nächste Insel freigeschaltet. Platz lassen. Machen wir mal so. Es fehlen noch 25 Punkte. Ich mach mal jetzt den Schaman. Mal gucken, was wir da noch so kriegen. Nochmal einen Brunnen, das ist gut. Das Ding hier. So, Schamane. Dürfen wir nicht in der Nähe von den Dingern machen. Oh, hier bekommt er ziemlich viel Punkte. 30 Punkte. Aber wenn wir den hier hinmachen, müssen wir aufpassen, wo wir hier die Dinger hinmachen. Aber wir haben da noch ein bisschen Platz. Wir können nochmal drehen. Ja, aber 30 Punkte ist schon heftig. 36 hier sogar. Obwohl, wenn ich ihn hier oben mache, kann ich da noch so ein Ding hinstellen. Der ist da oben echt gut, der Schamane, ey. Holy shit. Nee, dann packe ich ihn echt hier oben hin. 24. Ja. Das ist richtig heftig. So, wir haben noch ein paar Villen. Na, fast. Das kriegen wir aber hin. Dann nehmen wir mal Park. Wir haben auch wieder so ein Steinmetz bekommen. Hier oben war er eh nicht so gut. Mal den mal hier hin. Vielleicht kriegen wir dann hier unten noch einen hin. So, wir haben Park bekommen. Das heißt, wir können hier mal einen hinmachen. Und hier mal einen hinmachen. Hier mal noch ein. Noch ein Stadtzentrum. Oh. Hier kriegen wir 23. So eine Mitte von beiden. Machen wir mal. Ha, 1199. Yikes. Ein Plateau. Kommt ein Bonus für jedes naheliegende Stadtzentrum. Plateau und Statue. Wir machen mal. Ich will mal gucken, was das ist. Das kann man, denke ich mal, noch hier ransetzen, oder?
quasi noch mal ein bisschen was zum Bauen bekommen. So, hier ist nur ein Feld. Das wollten wir ja hier hin machen. Noch ein Stadtzentrum. Holy shit. Jetzt wollt ihr es hier aber wissen. Die wollen keine Schamanen haben. Machen wir mal hier hin. So, nur noch ein Haus und eine Villa. Okay. Na, jetzt wird es schon ein bisschen knapper hier von den Punkten. Ein Turm. Nehmen wir mal den Turm. Bekommt ein Bonus für jedes naheliegende Tempel, Steinmetz, Statue, Villa, Park, Stadtmauer, Haus. Hier hatten wir eben 20 irgendwo. Das haben wir noch geschafft. Dann haben wir hier noch einen Park. Zack. Und was haben wir hier noch? Ein Sägewerk. Hier kriegen wir 21 Punkte, wenn wir das dahin bomben. Kriegen wir den hier unten noch rein? Punkte. Nice. Oh, haben wir wieder ein bisschen aufgeholt. Oh, Lager hatte ich auch noch nicht bekommen. Kriegen wir noch ein Feld. So, dann bohren wir jetzt quasi alles immer voll, bis wir quasi unsere Highscore voll haben. Sind. Das hat höhere Reichweite. Die Villa, die wollen eigentlich immer in der Nähe vom Stadtzentrum sein. So, Lager. Bonus für Mühle, Markt, Goldmine, bla. Oh, es gibt auch eine Goldmine. Muss man die hier oben bauen oder? Nee, okay. So, hier war auf jeden Fall eine 17. Da ist nix. Oh, hier war auch eine 17. Oh, hier hinten in der Ecke. Machen wir es doch hier hin. Ein Zirkus. Da habe ich auch noch nicht gehabt. Ich will eine Hütte. Noch eine Mühle. Die können wir natürlich hier mit hin bomben. Einen Brunnen haben wir da auch schon. Könnten wir hier mit hin machen. Was tut hier schlecht? Ah. Weil die Villen wollen die nicht haben, aber die Gebäude, okay. Na, dann machen wir hier 21 Punkte. Sehr schön. Sogar eine Errungenschaft freigeschaltet. Steinmetz. Hier mitten sonst wo. Dann haben wir jetzt hier noch ein Feld. Aber ich glaube, wir schaffen es nicht. Wir haben jetzt noch ein... Ah, ne, doch, wir haben noch eins. Oh.
Eieiei. Was haben wir noch? Eine Goldmine. Enthält Goldmine und Juweliere. Ich habe Angst, dass der Schamane das alles wegnimmt, weil die Goldmine haben wir ja hier. Schlecht. Das ist ja schlecht. Das heißt, wir müssen doch mal versuchen, dass wir die Häuser und die Villen unterschiedlich hinsetzen. Jetzt haben wir sogar Minuspunkte gemacht. Yikes. Manchmal ist wirklich nur ein Stück Unterschied und dann sind es ganz viele andere Punkte. Haus. Ein Markt. Hopfenfeld haben wir auf jeden Fall noch Platz. Alter, ist ja groß. Holy. Punkte. Ja, wenn ich ihn hier hin mache, nehme ich das andere Dorf hier auch noch so ein bisschen mit. Oh, 56 Punkte, alles klar. Nein. Schnell dahin. Brillante Position. Und nochmal ein Zirkus hier. Da habe ich aber schlecht gebaut. Das wusste ich nicht. Waren hier 17 eben, oder? Ja. Machen wir, solange wir es noch können. Das macht Minus. Dann bauen wir die hier hin. Die Villen probieren wir mal hier in der Nähe von dem Goldschmied. Dann gibt es wenigstens noch ein paar Pünktchen. Ein Resort. Ja, ihr seht schon, hier gibt es extrem viele Pakete. Nochmal ein Feld, die können wir hier hin machen. Bringt hier ein Park was? Ja. Mühle, Haus, Holzfäller, Goldmine, eieiei. Da mache ich miese, übelst miese. Wo will der denn sein? Beim Hopfen, beim Plateau? Ein Wasserplateau, Brauerei, Fisch. Na gut, dann mache ich ihn wirklich mal hier in der Nähe. Schwein gehabt. So, hier haben wir normale Häuser. Die machen wir wieder in der Nähe von dem Zirkus. Kann ich mir vielleicht fürs nächste Mal merken. Vielleicht mache ich auch zwei Stadtzentren und in den einen mache ich wirklich nur die Villen und in den anderen mache ich dann die Häuser. Schade, der Holzfäller ist zu nah dran hier. Eine Taverne. Okay. Haben wir nochmal einen Schaman. Es wird natürlich übelst schwierig, dann hier nachher noch überhaupt irgendwo was hinzusetzen.
Ich beinahe verklickt eben. Ich wollte die 28 hier haben. Oh, ne, dann nehme ich die 33. Alles klar. Park. Brauerei. 25 war gut. Dann haben wir hier noch einen Fischer. Den machen wir jetzt aber mal hier hin. Na, schade. Bringt leider doch nicht so viel, leider. Na, wir machen den mal hier in absoluten Ecke. Oder wo habe ich denn den anderen? Habe ich schon einen? Ja, hier. Hier kriegen wir noch 14. Und ein Haus machen wir wieder in der Nähe vom Zirkus. Oh, ein Tempel. Uns fehlen nur noch 2000 Punkte. Holy shit. Statue, Steinmetz, Plateau. Der will nicht in der Nähe vom, oh Gott, Zirkus. Also hier hinten ist der komplett falsch. Alter, ist der riesig. Der will natürlich in der Nähe von der Villa. Oh mein Gott. Ich habe den doch nicht genommen. Minus 51. Mühle. Warum hat denn der trotzdem so viel Minuspunkte? Verstehe nicht, was der von dem Steinmetz hat. Gibt 25 Punkte. Schade. Okay, da hatte ich irgendwie mir was Besseres erhofft. Das machen wir hier mit hin. Übelst verloren. So, Feld. Ich habe zwei Mühlen nebeneinander gemacht, ich Trottel. So. War hier eine Villa nicht gut für den? Okay, das müssen wir in den nächsten Run auf jeden Fall mal verbessern. Dass wir die Villen und die Häuser so ein bisschen separat bauen. Durch den blöden Tempel haben wir jetzt unsere Punkte quasi nicht erreicht. Wenn wir kurz gucken, wir sind schon bei 38 Minuten, holy shit. Wir werden uns mal die nächste Insel angucken. Colony freigeschaltet, nice. Nächste Errungenschaft. Oh, eine Eismap. Nice. So, hier haben wir wieder so eine Statue. Ich weiß nicht, ob man auf den hier bauen kann. Hier ist auf jeden Fall eine Goldader. Das heißt, wir wollen versuchen, hier in der Nähe... Oh Gott, wo bauen wir hier unsere... Das sieht schon interessanter aus. Wir machen jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen Cut rein. Ich werde auf jeden Fall nochmal mindestens eine Folge spielen. Wie gesagt, der Dank geht nochmal raus an Grizzly Games, die mir das zugesandt haben, den Key. Ich werde auch den Steam-Link in meine Subscription machen, dass ihr das nochmal nachgucken könnt. Das Game kostet auch momentan, also eigentlich kostet es 5 Euro, also wirklich nicht die Welt. Und es ist sogar gerade noch reduziert für 4,49 oder so zum Anfang. Also wenn ihr ein ruhiges Spiel mal so für zwischendurch haben wollt, wo ihr aber ein bisschen ab und zu mal überlegen müsst, dann ist das hier wirklich das absolut Richtige.
Kann ich wirklich nur empfehlen. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder mit dabei. Ich sage erstmal Tschüss, bis dahin, bye bye.